Düsen Tekkal und ihre Schwester Tejan bereiten eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Erdbebens vor. Die Menschenrechtsaktivistinnen fordern, das Schicksal der Menschen dort nicht weiter der Machtpolitik zu opfern. Im syrischen Erdbebengebiet ist die humanitäre Situation seit Beginn des Bürgerkrieges vor mehr als 10 Jahren katastrophal. Ob man türkische Wurzeln hat, kurdische, assyrische oder eben arabische, der Schmerz ist international, der ist gleich. Und natürlich ist für uns insbesondere die Situation in den kurdisch-syrischen Gebieten deswegen besorgniserregend, weil wir immer wieder hören, dass die Hilfsgüter dort nicht ankommen. Die beiden stehen ständig in engem Austausch mit Menschen im Erdbebengebiet. Während sie sich beraten, erreicht sie die Sprachnachricht eines Freundes. Gestern haben wir noch Rufe gehört. Also es hat ja immer dieses Prozedere, dass alle leise sein müssen und dann ruft man. Also es gab noch Geräusche aus den Trümmern. Das heißt, gestern haben noch Leute gelebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt heute noch so ist, ist sehr gering. Die Nachrichten sind kaum zu ertragen. Ich bin einfach auch so entsetzt darüber, dass diese Menschen so Schlimmes erleiden müssen und sich dann noch darum kümmern müssen, was mit den Leichen passiert und Angst haben, dass sie dann einfach weggebracht werden. Also das ist auch so würdelos, ne? Und das ist etwas, was sehr, sehr weh tut einfach. Das sind natürlich eine Doppelrolle, die wir gerade haben. Einmal als Aktivistin, aber eben auch, das ist unsere Heimatregion, in der das passiert, das ist unsere Erde.